zählen. Das heißt, mit dieser Reihe kriegen wir 60 raus, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe an irgendeiner Stelle. Und dann sind wir schon deutlich näher an den 200. Wir haben 102 niedrigstufige Gefangene, da passt auch keiner mehr. Also zwei Stück passen noch. Dementsprechend einmal runterschrauben. Ein paar normale könnten wir vielleicht auch holen, das lohnt sonst einfach nicht. Wie viel Platz haben wir? Wir haben 12 Plätze. Machen wir mal... Okay. Machen wir 10 insgesamt und... nee, das gefällt mir nicht. Fünf normale und zwei niedrige. Das dürfte passen. Dann haben wir gut Platz noch, um ein paar normale abzugraden, sozusagen. So, 2, 4, 6, 8, 10, 20. Türchen oder Platz für Türchen reinbringen. So, 2, 4, 6. Jawohl, stimmte alles. Okay, da haben wir dann einen 4x4 Raum, 1, 2 Gänge und einen 2x2 Raum, so meine ich das. Und der Zellblock wird wohl richtig groß. Das wird eine ganz schöne Menge Zellen, die wir hier bauen können. Und bisher habe ich noch keinen einzigen Cent ausgegeben. Doch, für das bisschen Fundament da oben. Wobei das ja noch das günstigste ist von diesen ganzen Zellen. Da sind, glaube ich, die Türen mit das teuerste. Verdammt, das hat nicht geklappt. So. 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 Verdammt. Nein. So. Und so. Haben wir. Mist. So. Einmal konzentriert Löcher rein. Zimmern in die Planung. Und jetzt können wir das Fundament einziehen. Ich mach's mal so. Ich hoffe, das passt. So, und Wände, Betonmauern. Die ziehen wir dann auch noch flott ein. Zumindest in den fertigen Teil. In den nicht fertigen, das ist dann relativ schwierig zu realisieren. Aber das geht relativ schnell und man hört einfach nur pling, pling, pling und das Geld verschwindet. So. Das hätten wir. Und ein paar große Gefängnistüren. Eine dort und noch eine dort. So, haben wir. Ja. An sich läuft das gut. Hier haben wir noch ein paar Zelltüren über, glaube ich. Die können wir dann gleich verwenden. Für einen eventuell neuen Duschbereich können wir dann auch noch was verwenden. Das hier reißen wir mal ab. Das Unschöne, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Der Hof ist wahrscheinlich wirklich zu klein. Da muss ich mir was einfallen lassen. Wo und wie wir den Hof irgendwie angebaut kriegen. Der Gruppenraum ist auch jetzt zu klein. Ich weiß nicht, wo man eventuell... Hier oben könnte man natürlich einen Hof reinbauen, aber... Ist mir ein bisschen zu risikoreich, die da so außen rumlaufen zu haben. Vielleicht mache ich auch einfach noch ein paar Höfe dazu, wo die auch drauf dürfen. So, schön. Der Bereich ist fertig gebaut. Jetzt müssen wir mit den Wänden anfangen. Und was ich gerne machen würde, ist folgendes. So in Ansätzen die Stromkreise ziehen, dass man sie relativ einfach trennen kann. Das ist wahrscheinlich sehr viel Geld, was ich jetzt unnötigerweise rausballer. Ja. Das war nicht so gut. So. Einmal Schlangenlinien, Stromkreise. So, hier sieht's gut aus. Der Stromkreis hat die Kantine noch. Wenn der jetzt...
könnte man fast sagen, wir schließen die Kantine doch wieder da an, aber das, da brauchen wir definitiv irgendwann eine eigene Versorgung. Von daher ist das eh egal. So. Das hätten wir. So, die Türen machen wir auch auf. Bis der Zellenblock tatsächlich aktiv genutzt wird. So. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Reihen A10 Zellen bedeutet 80 Gefangene. Das heißt, wir sind kurz vor der 200, wenn wir die fertig haben. Gut, gut. Sehr gut. Jo, jetzt lassen wir die erstmal ihre Stromkreise ziehen und so. Oder die Stromnetzwerke ziehen. Ach, guck mal an. Da können wir die... Die ganze Anlage hier kann auch eigentlich mal... abgerissen werden. Nur muss ich eigentlich mit... Na, aber egal. Ich reiß erstmal. Das muss alles weg. Das ist blöd hier. In der Form zumindest. So. Das nicht abreißen. Das nicht abreißen. Das nicht komplett zumindest abreißen. Das ist auch auf keinen Fall abreißen. So, und dann da ein Kabel hin. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt, sodass der Stromkreis da halbwegs bestehen bleibt. Dich können wir dann noch abmachen und euch beide hier. Und ja, wir ziehen dann mal hier ein Kabel. Dann ist die... Nein, das ist Quatsch. Wir ziehen hier ein Kabel. Da ist die Verbindung etwas besser und dann warten wir ab. Mal gucken, ob das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, wir haben jetzt gleich keinen Stromausfall. Das wäre dann doch etwas ärgerlich. Da ist Strom im Hause. Sehr schön. Ja, passt. Nach und nach wird's fertig. Da wird noch die Reste Zäunchen weggeräumt. An sich sollte ich erstmal hier oben die Zellen nutzen. Da muss ich aber trotzdem warten, bis der Strom da oben angekommen ist. So, das muss auch weg. Ach, das alles weg, bitte. So, brauchen wir Wasser überhaupt bis hierhin? Naja, einmal gezogen, ne? Die Leitung. Okay, dann ziehen wir einfach mal eine dicke Versorgungsleitung hier runter und dort hoch. Bin mir nicht sicher, ob das reichen wird, um hier hinten dran zu kommen. Aber das schauen wir dann. Jo, es sind jetzt gerade Insassen angekommen, das heißt, morgen erstmal keine mehr. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch auf den Stromkreis warten. Beziehungsweise auf die Leitung enden. Bett kommt nach hinten. Ah ne, Bett kommt hier hin. Toiletten dann da. Das heißt... So, und Bett hinten, Toilette da. Bett da. Ah, Toilette hier, ne? Nein, verdammt. Verflucht. Entsprechend so. So, und dann da noch ein Röhrchen. So, das müsste jetzt stimmen. So, Strom wandert langsam nach oben. Lalalalalalalalala. Ach schön, die Lampen sind endlich auch da. Dies ist gut. Wir haben schon 20% von den 15 bestandenen Ausbildungsprogrammen. Das ist Wahnsinn. Und was läufst du da rum? Shoplifting. Der kommt da nicht mehr raus, obwohl die Tür offen ist. Nö, der kommt nicht raus. Komisch. Puh, nicht mein Problem. Schon irgendwie, aber nicht direkt. Die Baumschule, die könnte man eigentlich auch oben setzen. Wir könnten hier hinsetzen. Und die Einzelzellen, die kann man auch vielleicht an eine bessere Position bringen. Die Dusche.
An sich auch. Da habe ich auch schon eine Idee. Ah, doch, ich habe eine Idee. Die Dusche könnten wir hier hinspeisen. Und dann kann der Hof hier wesentlich größer werden. Die Einzelzellen machen wir hier oben hin. Aber das muss alles so nach und nach geschehen. Erstmal muss das fertig gebaut werden da hinten. So. Ist echt blöd, ne? Wenn man hier so wartet und einfach nur zuguckt, wie die Bauarbeiter entsprechend nicht arbeiten oder zu wenig arbeiten. Lala, noch immer kein Strom, noch immer kein Strom. Ladidadidadada. Ach, fertig jetzt. Ach nee, komm. Das ist doch echt nervig. Ja! Juhu! Strom in the Hood. Sehr gut, da geht's endlich los. Wahnsinn. Wir kommen tatsächlich doch noch weiter. 28.000 aber nur noch. Oh, aber 16.000 Einkommen. Wie haben wir das denn gemacht? Gestriger Exporte 8.000. Was habe ich exportiert? Wow. Die Baumschule hatte ich gesagt, ziehen wir um, ne? Baumschule. Laden? Ist das neu? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wow. Okay, cool. Und die Bücherei und so, das kann man dann auch mal so nach und nach angehen. Aber da braucht man schon sehr, sehr viele Gefangene, die sich darum kümmern. Die Bücherei muss wahnsinnig groß sein, dass man viele Gefangene zuweisen darf, kann. Okay. Das wird jetzt erstmal teuer. Und so. Die ganzen Bäumchen, die müssen erstmal gepflanzt werden. Das wird wahnsinnig teuer, glaube ich. Okay, meine Idee zu den Duschen war, wir setzen die hier hin. Und zwar hier an diese Wand. Da haben wir dann eine ganz lange Schlange. Und hier dann so kleinere. So ähnlich wie hier, nur dass halt das Ganze nach da oben verschoben wird. Das war so der Gedanke, den ich vorhin irgendwann mal hatte. Diesbezüglich ziehe ich hier schon mal kleine Wände. So. Das kann einen weiter. So. 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 Und so. Sehr schön. Okay, hier kommen die Wände einfach schon mal hin. Wir müssen eben mit den Wasserleitungen dann noch rumhantieren und hier das alles erst abreißen und so weiter und so weiter und so weiter. Hier braucht man nicht so viele Abflüsse, hier brauchen wir einige. Und hierhin brauchen wir welche. Glaube ich. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir haben aber noch. Ja, wir haben 30 Stück noch über. Packen wir erstmal da einen Abfluss schon mal hin. So. Plop, 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 plop. Wie viel haben wir noch? 16. Plop. Oh, verdammt.